Herzlich willkommen zum neuen Video, diesmal aus Cartagena. Wir gehen in die Stadt rein und wir entdecken da ein altes römisches Amphitheater. Das wurde übrigens erst etwa vor 25 Jahren, ungefähr 30 Jahren, entdeckt. Vorher wusste man gar nicht, dass da ein Theater ist, weil man halt eben alles drüber gebaut hat und dann bei Grabungen, als die Kirche da saniert wurde, hat man dann diese Anlage gefunden. Ja gut, also dann viel Spaß beim Schauen. So, Cartagena. Jetzt mal gucken, ob wir einen Parkplatz finden. So, mal gucken, ob ich hier weiterkomme. Das ist das große Teil vorher auf dem Video. So, ich habe einen Parkplatz gefunden. Ich glaube, bei der Universität. Neben der Arena, die fast zusammenfällt, die ist hier. 1854 gebaut. Gut, dessen müssen sie sich stützen, damit sie nicht zusammenbricht. Hier sind sie fleißig am Graben. Das waren wohl ein paar Stützquerbände. Also, gibt sogar eine Touristenbahn. Wir sind offenbar am richtigen Ort. Halt eine riesen Baustelle. Oh, da kommt man rein. Also, so sieht das da drin aus. Weiß nicht, wie viele Stiere hier abgeschlachtet wurden. Grausam. Aber zum Glück ist das vorbei. Und gleich hinter mir ein spezieller Wohnblock. Hier sehe ich fast ins Wohnzimmer hinein. Auf dem Felsen gebaut das Ganze. So, ich habe zwei Kühe, die fressen wieder mal Gras, wenn es schon mal Gras hat. Hä? Vorräte auffüllen. Das ist jetzt das Schönste, was man sehen kann. Die schönen Bäume. Jetzt guckt ihr mal das an. Altes Haus obendrauf, neue Architektur. Ich weiß nicht, ob ich das schön finden soll. Aber das auf jeden Fall. So, wo sind wir hier gelandet? Historisches Gebäude, Hochzeit, Restaurant, voll im Zentrum. Ja. So, ich bin im römischen Theater. Was für ein Theater hier? Tja. Hier sind die alten Säulen. Hat man halt ein bisschen zusammengeflickt. Hä? So, die zwei Gesellen da oben haben den besten Platz. Hä? Und das Gebäude musste weichen, da steht nur noch die Mauer. So, wir sind außerhalb. Also, wenn ihr das Ganze ohne Eintritt anschauen wollt, ich glaube, da kommt man rein. Von hinten. Und da kann man da von der Mauer runter gucken. Und zwar hier. Ja, man sieht eigentlich dasselbe. Und das kostenlos. Also definitiv, man kommt da vom Berg, das ist so ein Park auf dem Berg. Von hinten her kommt man da auch rein. Und sieht das Ganze von oben dann. Da geht's rein, kostenlos. Und eben. Da von oben kann man dann runterschauen. Das Ganze ohne zu bezahlen. Guter Tipp. Ich habe jetzt schon bezahlt, Pech gehabt. Egal.
Es kostet 6 Euro sonst. Kann man verkraften. Ah, die Stadt ist nicht gerade eine architektonische Leistung. Alles ein bisschen durcheinander gebaut. So, jetzt sind wir ganz oben mit einer super Aussicht. So, das moderne Auditorium im Park Torres. Und eben von da kann man runter gucken eigentlich. Da sieht man einen wunderbaren Ausblick. Da ist sogar ein U-Boot, Schiff. Der Hafen von Cartagena. Ganz tolle weiße Augen. Ein Pfau. Hier laufen Tiere frei rum. Da ist ein Entlein. Ein Pfau. Und tschüss. So, mach mal auf da. Dein Prachtgewand. Hä? Faulein, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, das ist interessant. Und mitten da einfach solche Vögel. Hä? So, jetzt sind wir hinterhalb. Und hier sehen wir auf die was war das? Wie heißt Theater? Also nochmal, Stierkampfarena war das. Die ist jetzt baufällig, zum Glück finden da keine Lustspiele mehr statt. Schöner Baum. Speziell mit seinen hängenden und nach unten wachsenden, das sind ja wie Wurzeln. So, da unten habe ich ja geparkt, genau hinter dem Dings da. Da kann man hochlaufen. So, jetzt nur was für Schwindelfreie. Oh. Wir fahren da jetzt mit diesem Aufzug runter. Krass, hä? Also das mit dem Lift war ein Reinfall. Das kostet Geld und es hat gar keine Kasse, man kann da gar nicht bezahlen. Man muss unten bezahlen, aber man kommt ja nicht darunter. Jetzt gucken wir halt das an. Also jetzt gehen wir halt die Treppe da runter, ist zwar gesperrt gewesen. Eventuell muss ich wieder umdrehen. Ich komme nicht raus, gut möglich. Das sehe ich jetzt dann gerade. Ja, der ist gesperrt. Tja, was soll man da sagen? Sackgasse. Umdrehen. Schöner Baum. Guckt euch die Wurzeln an. So, wir fahren wieder raus aus der Stadt. Nächstes Ziel ist riesige Kanonen an der Küste, weiter südlich. Also ich fahre jetzt auf einem kleinen Sträßlein RME22 Richtung Süden. Nebenstraße führt immer wieder durch kleine Dörfer. Und peng ist man da im Gebirge. So, vor der Küste geht die Straße links weg, um da zu diesen großen Kanonen zu kommen. Das ist die RME22. Und jetzt fahren wir da etwa 6 Kilometer nach hinten. Kleines Sträßlein.
also richtig kleines, wirklich kleines Sträußchen. Ich glaube auch Sackgasse. Da muss ich wieder zurück dann. Also völlig abgelegen. Hinter dem Berg ist das Meer. Vermutlich, oder jetzt könnte auch rechts sein. So, wir müssen da unten parkieren, weil es ist verboten, mit dem Caravan da hochzufahren. Ein Stück weit darf man bis zu diesem Agriturismo. Es windet ein bisschen, ich habe das Mikrofon nicht dabei. Und ja, jetzt seht ihr, wo ich geparkt habe. Da unten ist die Straße. Wir sind nicht alleine. Regel Nummer 1, parke nie in meinem Flussbett. Habe ich gebrochen, diese Regel. Aber ich bin ja gerade am Rand. Ja, nun. Nehmen, aber ich kann das Risiko einkalkulieren. Der Wetterbericht gibt kein Regen und die Straße ist auch gleich in Sichtweise. Aber ja, mach mir das nicht nach. Aber ich bin ja sowieso ein bisschen manchmal verrückt. Ja, und Regel Nummer 2, wenn du in einem Flussbett übernachtest, dann schlaf nicht allzu tief. Nein, meine Hunde schlafen draußen, die würden ist und dann sofort rückwärts raus. Ja, wie auch immer. Da ist auch noch, da war Militär irgendwie, die Ecke, Pferdeausbildung. Tja, da eine schöne Brücke. Morgen gehen wir da hoch, aber mit dem Rad. So, das war es schon wieder. Diesmal ein kurzes Video. Das nächste kommt aber auch bald, weil sonst wäre alles zu lange geworden. Deshalb jetzt Cartagena. Und im nächsten Video, da gehen wir dann auf einen Berg, wo dann noch ganz große Kanonen zu sehen sind, die ich besichtigt habe. Und auch ja, alles mögliche, Gebäude, Untergrund, Tunnels und weiß der Geier was. Alles noch aus den Vorkriegsjahren. Okay, dann schön wart ihr dabei, wie immer Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!